Willkommen zu meinem allerersten Bastelvideo, in dem ich euch hoffentlich beibringen kann, wie man jetzt eine VR-Brille komplett mit Haushaltsgegenständen bastelt. Nun erstmal zu den Materialien, die ihr dafür benötigt. Ein wenig Pappe, am besten einfach einen alten Karton. Die Vorlage von Google. Ein Cuttermesser. Eine Schere. Am besten als Kleber eine Heißklebepistole und eine leere Plastikflasche, am besten mit oben einer Wölbung, die nicht geriffelt oder sonst wie verändert ist. Als erstes nehmen wir die ausgedruckte Vorlage und kleben sie einfach auf unsere Pappestücke drauf. Dieses Teil hier brauchen wir eigentlich überhaupt nicht, es sei denn, ihr habt einen Magneten, denn das ist eigentlich nur dazu da, damit man, hier sieht man das am Rand, mit einem Magneten dann den als Knopf benutzen könnte und damit seine Aufnahmen starten und stoppen könnte. Allerdings zeige ich diese Anleitung jetzt ohne Magneten, deshalb brauchen wir eindeutig dieses Teil hier nicht und können uns ein wenig Pappe sparen, indem wir das hier zuschneiden. Wenn ihr die Vorlage nun komplett aufgeklebt habt, geht es ans Ausschneiden. Einfach mit einem Cuttermesser am besten an den schwarzen Linien entlang schneiden. Die roten Linien dazwischen sind zum Knicken. Fertig mit Ausschneiden, haben die einzelnen Teile und können die alle erst einmal beiseite legen. Kommen wir nun zu den Linsen. Dafür benötigen wir, wie wir schon bereits festgestellt haben, diese Wasserflasche, die Kapsel, am besten einen Marker zum Markieren, das Cuttermesser oder eine Schere zum Schneiden und schließlich noch eine Heißklebepistole. Wir nehmen die Kapsel, halten sie oben an die Flasche heran und markieren einmal den Umfang. Wir brauchen 4 Stück, jeweils 2 bilden eine Linse. Nun schneiden wir das einfach. Das macht es uns um einiges einfacher, das weiter auszuschneiden. Vor allem, wenn wir jetzt einmal hier kurz mit der Schere durchschneiden und das in Segmente unterteilen und diese Segmente dann einfach gleich einzeln abschneiden. Nun schneiden wir jetzt noch die vorgezeichneten Linsen einzeln aus. Nun haben wir im Optimalfall 4 gleich große Linsen, die alle leicht gewölbt sind. Nun, wenn ihr es besonders ordentlich machen wollt, könnt ihr noch einmal mit Wasser die einzelnen Linsen sauber machen, vielleicht noch ein bisschen Seife dazu nehmen, damit dann später keine Luftblasen sich innen drin absetzen, wenn ihr sie mit Wasser füllt. Ich habe bereits ein Wasserglas geholt, das wir dann gleich brauchen, um diese Linsen eben zu füllen und so den Vergrößerungseffekt herbeizuführen. Nehmen wir nun die Linsen, legen sie so aufeinander, dass mit den gewölbten Flächen gegeneinander liegen, sodass ein Hohlraum in der Mitte entsteht. Wir nehmen jetzt unsere Heißklebepistole und verkleben den Rand. Einmal drumherum, bis auf einen kleinen Bereich, den man freilässt. Also einmal rundherum mit Heißkleber einschmieren. Daran denken, dass es am Schluss wasserdicht sein muss, denn erst durch das Wasser in der Mitte der Linse kommt dann dieser Vergrößerungseffekt zustande, den man braucht, um diese Linsen für die VR-Brille zu nutzen. Okay, nun um die Linse mit Wasser zu füllen, einfach in das Glas eintauchen und in der Mitte draufdrücken und somit füllt es mit Wasser.
Nun am Schluss einfach die Heißklebepistole nehmen und das Ende noch verschließen. So, wenn wir nun unsere Linsen haben und unsere ausgedruckten Teile, geht es nur noch daran, die zusammenzubauen. So, es bietet sich manchmal an, für die fette Pappe die roten Linien mit der Schere ein bisschen vorzuritzen, damit dann das Falten einfacher geht. Hier in die Mitte passen wir unsere Linsen an, drücken das dann zu und packen vielleicht hier in die Mitte ein bisschen Heißkleber, damit das dann auch hält. Machen wir dasselbe für die andere Seite. Nun haben wir den Brillenteil fertig. Die beiden Teile müssen aufeinander, die 1 muss auf die 1 geklebt werden. Das Teil von der 2 brauchten wir ja eben nicht. Die roten Teile ritzen wir wieder vor. Setzen unsere wunderschönen Linsen hier vorne ein. Falten dann einfach dieses Teil hier einmal außenrum. Schauen, dass die Noppen hier überall eingepasst werden. Und schlussendlich kleben wir dann hier mit Heißkleber die Seite noch fest. Teil einfach hier auch noch reinstecken und unsere Brille ist soweit fertig. Wenn ihr nun eure VR-Brille fertig gebastelt habt, braucht ihr nur noch euer Handy zu nehmen, der am besten auf den euch zugekommenen Link, öffnet ihn in der YouTube-App und nun seht ihr erst einmal das normale Video, das sich bewegt, sobald ihr es startet. Aber das ist ja noch nicht die Ansicht für die VR-Brille. Nun müsst ihr unten in der rechten Ecke noch auf das Brillensymbol drücken und schon startet das Video mit einer Brillenansicht und nun könnt ihr euer Handy reinlegen in die Brille, den Haushaltsgummi rüberziehen und das Video genießen.